Meine Damen und Herren, ich habe euch ja von der sehr ekligen Aktion von Orange Morange erzählt, bei der er einfach Tanzverbotsadresse in seinem eigenen Stream geleakt hat und die für 10 Minuten on screen einfach gezeigt hat. Ja? Also er hat ihn gedoxt. Davor hat er ihm mehrere Donations geschickt, wo er gesagt hat, ey, mach doch mal einen Haartest, du Kokser, du kokst doch mit deiner Freundin die ganze Zeit. Also er ist die ganze Zeit da ihn irgendwie am diffamieren und fronten, weil Tanzverbot sich halt gegen Casino-Streams kritisch geäußert hat und dabei auch Namen genannt hat, wie zum Beispiel Orange Morange. In einem der letzten Streams haben wir das ja behandelt. Lasst mal schauen, was Tanzis neues Video für uns im Petto hat. Anscheinend hat Orange Morange sich entschuldigt. Ja, das haben wahrscheinlich einige von euch schon mitbekommen. Ich habe das auch auf Twitter gesehen und bin mal gespannt, ob Tanzverbot diese Entschuldigung annimmt. Können wir hier mal kurz festhalten. Der Streit ist so weit eskaliert, dass er meine Adresse veröffentlicht. So, dass ich mich in meinem privaten Umfeld unwohl fühle, dass Leute vor meinem Auto stehen, dass hier Leute rumlaufen, dass ich jetzt weiß, dass sehr viele böse Leute da draußen meinen genauen Standort kennen. Tanzverbot muss eigentlich in so ein Apartmentkomplex ziehen, wie ich es hier bin. Ja? Ich habe ja hier mehrere Police Officers im Komplex. Und die sind auch mit ihren Dienstwagen hier und parken den Dienstwagen-SUV natürlich über Nacht hier auf den umkreisenden Parkplätzen. Hier kommt keiner und versucht irgendwas. Das kann ich euch sagen, ja? Droht mir damit mit irgendwelchen weiteren Dingen, zeigt in seinem Stream immer irgendwelche Sprachschnipsel von irgendwelchen Frauen, um mir damit irgendwie irgendwie so nebenbei so vorzuwerfen, dass ich irgendwas gemacht hätte, was irgendwie nicht den Regeln konform wäre. Und jetzt denkt er könnte einfach online kommen und sich entschuldigen? Drogen nehme ich auch? Das kommt noch dazu! Keine Ahnung, was da abgeht mit Orange. Der Typ ist komplett Banane. Dicker! Hat soeben drüber gewitzelt, Adress von Monte zu leaken. Was denkt ihr jetzt, was ich mache? Denkt ihr jetzt, ich gehe Montag... Hey, ich gehe jetzt Montag zu meinem Anwalt. Hey, ja, der Kevin, der hat sich entschuldigt. Und ich glaube, wir können die Sache sein lassen. Ja, dann ist ja okay, ne? Dann werden, glaube ich, auch alle Leute, die die Adresse haben, keinen Unfug damit anstellen, ne? Weil wenn Kevin das macht, dann ist das okay, ne? Ja, so ein Quatsch, ne? Der hat, glaube ich, Eier flattern einfach nur, weil der weiß, okay, das wird auf jeden Fall strafrechtlich Konsequenzen haben. Nee, da müssen wir... Nee. Hat sich erledigt. Das lassen wir sein. Nachdem mir Leute drohen, dass sie zu mir kommen, nachdem ich jetzt überoft Nachrichten bekomme, dass ich Drogen nehme, was vorher nie passiert... Der Werdegang von Orange ist eigentlich ziemlich traurig, absolut. Ich hab's ja schon mal erzählt, ich hab den das erste Mal auf dem Schirm gehabt, wo der über seine toxische Beziehung geredet hat, mit seiner Freundin, die sich da teilweise selbst verletzt hat, ihn auch verprügelt hat, wo er sich da teilweise im Bad eingeschlossen hat, aus Angst vor ihr, Tonaufnahmen im Stream gezeigt hat, weinend zusammengebrochen ist, habe ich auf jeden Fall sehr gefühlt, weil ich auch schon in toxischen Beziehungen war. Und da hatte ich Sympathie und Empathie für den jungen Mann. Und dann das nächste, was ich mitbekomme, ist erst diese Story, dass er jetzt mit Shaden Rogue zusammen ist. Wo die Liebe hinfällt, habe ich gar kein Problem mit. Und dann halt Casino-Streams. Wo er davor gesagt hat, er möchte nie Casino streamen, weil er kann das nicht verantworten, dass Leute wegen ihm spielsüchtig werden. Ne? Schade. Absolut schade, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, wo ich ihn so reden gehört habe, dass der vielleicht eigentlich eine ganz coole Socke ist, ja. Aber mega abgedriftet, Digga, leider. Das ist, weil ich keine genommen habe, jemals irgendwo. Seitdem bin ich Schnupfi. Gut, ich find's auch ein bisschen lustig, aber es ist ja trotzdem völlig random aus dem Nichts entstanden, diese Situation. Ich glaube, auch für Schnupfi würde der den nicht anzeigen. Das ist dem scheißegal, Tanzverbot. Ja? Ich finde das auch lustig. Ja? Schnupfi, Schnupfverbot. Aber Bro, mal ganz ehrlich, ja? Wer deine Adresse liegt, Digga, der hat sowas von deinem Zorn auf seiner Seite verdient. Ja? Das ist lächerlich. Also Leute, seid doch mal ehrlich, ist das lächerlich? Wenn dieser Stress sich jetzt nur darauf bezogen hätte, hätten wir jetzt mal gesagt, hätte er sich nur auf diese Drogen bezogen, auf dieses, oh, du nimmst das, du nimmst das. Wenn es erstmal sich nur um mich gehandelt hätte die ganze Zeit, wäre mir das scheißegal. Digga. Also ganz ehrlich, also sorry. Jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß ganz genau, wie ich drauf bin. So, da muss er mir nicht mit irgendwelchen Koks-Szenarien oder sowas kommen. Da geht es mir eigentlich viel mehr darum, dass er meine Freundin mit reingezogen hat, was einfach völlig neben der Spur war. Gerade weil er selbst eine Freundin hat, die sehr oft angegriffen wird im Real Life. Oder nicht im Real Life, aber sehr... Ich habe da auch was gesehen, da hat Orange Morange auch aktuell
über Tanzverbotsfreundin geredet und hat gesagt, ey, ich bin lieber mit einer Pornodarstellerin zusammen, als mit einer Frau, in der Tanzverbot schon mal drin war. Was ist das für eine ekelhafte Aussage, ja? Also erstmal, als ob, wenn Tanzverbot mal Sex mit irgendeiner Frau hat, dass die für immer irgendwie, ja, Tanzverbot in sich drin hat, ja, dass so ein Stück von ihm drin bleibt, ja? Hä? Das ist erstmal biologisch, anatomisch sehr, sehr weird, ja? Oder meint er, oder ist das einfach Stempeltalk, Animus-Talk, ja? Im Sinne von, sie trägt für immer Tanzverbotsstempel. Wie man es dreht, wie man es wendet, ist es einfach eine ekelhafte Aussage, sehr beleidigend, sowohl Tanzverbot als auch der Freundin gegenüber, geht gar nicht und zeigt halt, wie der Typ momentan drauf ist. Ich verstehe es nicht. Der oft im Internet blöd angemacht wird. Er hat ein ständiges Grinsen im Gesicht. Er meinte die Entschuldigung null ernst. Ist mir scheißegal, ob er es ernst nimmt oder ob er es nicht ernst nimmt. Fakt ist, ich werde das komplett durchziehen. Und das gibt mir jetzt sogar noch viel mehr Motivation. Weil das einfach nur zeigt, weil das jetzt einfach wieder so eine von oben herab, so eine oben herab. Kommt die Tauner mit Tanzverbot eigentlich noch? Ja, wir müssen uns eigentlich nur noch auf einen Termin einigen. Ja? Er ist ja wieder zurück. Rein theoretisch können wir das jetzt Ding festmachen. Art und Weise ist. Das ist einfach so dieses, Digga, ich hab mein Geld auf dem Konto, ich bin mir sicher, mir passiert hier nichts im Ausland, ich muss mir keine Gedanken machen. Digga. Nein, sehe ich überhaupt nicht ein. Nein. Und ich weiß, andere haben es auch schon versucht, durch einen Anwalt an deine Adresse zu kommen. Ich weiß, da steckt auch Geld hinter, aber dieses Geld investiere ich. Und damit meine ich, damit... Und damit hilft er nicht nur sich, sondern auch anderen Leuten, ja, die vielleicht in Zukunft noch von Orange Mounge im Internet gemobbt werden sollten. Und vielleicht nicht über die finanziellen Ressourcen verfügen. Ich finde das sehr löblich von Tanzverbot. Eigentlich nicht, dass ich dich irgendwie leaken will. Bruder, bleib so, wie du bist und zeig ihm, dass er nicht davon leaken. Kommt. Du hast ein Recht auf deine Privatsphäre. Und im Laufe der nächsten Woche werde ich deine Adresse haben, 100%. Aber ich würde sie niemals leaken. Darum geht's auch nicht. Es geht darum, dass wir eine Zustellbarkeit haben. Und das wird passieren. Sorry, da lasse ich mich nicht verarschen. Und da müssen wir auch nicht weiterreden. Alter, ist das geil! Ist mir auch egal. Da lasse ich nicht auf mir rumhacken. Jetzt, wo er merkt, dass das ganze Thema hier ernster wird. Ihr hat sie die ganze Zeit nicht interessiert. Nicht einmal hat sie ihn interessiert. So, da muss auch einfach mal ein Zeichen gesetzt werden. Wie gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Scheiße, dass irgendwelche Leute kommen und dann einfach so weit gehen, dass ihm völlig egal ist, was mir im Real Life passiert und was auch immer. Das ist dann auch eine Nummer, die mich natürlich auch mitgenommen hat. Ist ja klar, das muss ich euch ja nichts vorhalten. Das ist einfach so, ist ein Fakt. So, das ist einfach, das ging zu weit und das wird durchgezogen. Er hat gesagt, er nimmt Konsequenzen in Kauf. Er hat sich ernsthaft für alles entschuldigt und will alle Kosten übernehmen. Ja. Ja, ich habe die Entschuldigung auch gesehen, wie gesagt, die kursiert ja auch auf Twitter rum und alles. Also es ist, weiß ich so, dass er sich halt darüber lustig gemacht hat oder so. Er hat schon ernst geredet und so weiter. Die Beweggründe muss man natürlich noch mutmaßen, aber sind für mich eher, ich habe keinen Bock auf den ganzen Gerichtsstress und keinen Bock hier eine fette Strafe zu zahlen. Als, boah, tut mir leid, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich denke mal, der findet das immer noch extrem lustig. Find's auch lustig, dass er sagt, Alter, ich zahle alle Kosten. So als ob man mit Geld alles fixen kann. Kann man eben nicht. Was zahlst du denn für Kosten? Schmerzensgeld an Tanzverbot, 10.000 Euro, 20.000 Euro. Ja, trotzdem, jedes Mal, wenn der vor die Haustür geht und irgendein komisches Geräusch hört, denkt er jetzt, will ihm einer an die Wäsche. Das ist ein scheiß Gefühl. Dein Heim, dein Zuhause sollte ein Rückzugsort für dich sein, wo du dich so sicher fühlst wie nirgendwo anders auf der Welt. Das ist dein Reich, das ist dein Quartier, dein Headquarter. Wenn dir dieses Gefühl genommen wird, ist das nichts, was man irgendwie mit einem monetären Betrag messen kann. Der muss im schlimmsten Falle muss der umziehen. Und auch das macht das Ganze nicht wieder gut. Ihr wisst selber, jeder von euch, der schon mal einen Umzug gemacht hat, es ist nervig. Es ist zum Kotzen. Umziehen möchte man am liebsten nicht alle 6 Monate. Dann hat er vielleicht noch Probleme mit Internetanschluss, kann nicht streamen, entfallene Einnahmen, was weiß ich, ja. Das ist so ein riesen Rattenschwanz, der da dranhängt. Das ist einfach nur nervig, Digga. Sowas ist echt unnötig. Beeft euch, beleidigt euch im Internet, aber lasst doch so eine Scheiße. Muss er. Alter, ist das geil! Also unabhängig davon, also nimmt mir... Ist egal. Alter, ist das geil! Auf das, was im Hintergrund läuft, will ich nicht weiter eingehen. Will ich nicht. Ich werde mir später privat nochmal das VOD angucken.
aber das wird nichts an meiner Entscheidung verändern. Und ich hoffe, ihr merkt auch, dass ihr sollt nicht denken, dass ich Moin. Irgendwie... Nein, ich schaue Alter. Dich normalerweise nicht. Aber Junge. Ein bisschen Support für den Anwalt und so weiter bitte setzt Dankeschön. Ein Zeichen und alles Gute. Ey, vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann das nicht bei euch machen, ne? Die Vorlesungsfunktion hier von den Donations, Digga. Da kommt doch nur Schmutz. Da kommt doch nur Schmutz und Schweinereien von euch. Danke für die 50 Euro, wirklich. Dankeschön. Wie gesagt, womit ihr auch einen Support dalassen könnt, ist, wenn ihr einfach ein Follow dalasst. So, ich stream nämlich auch außerhalb dieser Themen, so. Da würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Und Dankeschön. Habe das Gefühl, er will damit irgendwie demonstrieren, dass er mehr Kohle hat. Ist nicht wirklich etwas, um stolz drauf zu sein. Auf jeden Fall nicht unter den Umständen. Man kann schon stolz darauf sein, wenn man viel Geld hat, wenn man es halt auf einer krassen Art und Weise irgendwie sich erarbeitet hat. Safe, Alter, ja. Also wenn jemand aus armen Verhältnissen kommt und dann sich selber mit Hustle-Mentality und mit viel Grips und Ehrgeiz und das Ganze halt raffiniert und eisern durchzieht, zum Multimillionär hochhustelt, habe ich einen riesen Respekt vor, Digga. Ja, das ist etwas, was ich idolize und wo ich zu aufsehe. Ja, ich finde, das ist sehr löblich. So, aber das ist halt einfach nur, komm gerade kaum hinterher. Nee, was ich euch sagen will, Leute, das ist ganz wichtig. Ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie so ein Ekelhafter bin, der irgendwie alles mit Anwalt macht. Ich habe noch nie in meinen 8 Jahren, die ich auf YouTube und Twitch unterwegs bin, habe ich einen Anwalt eingeschalten. Ich habe die Scheiße immer nur abbekommen, weil ich irgendwen oder genannt habe. Na gut, so Alter, nicht. Ist das aber ich hab mal zu jemandem gesagt, ey, wie kannst du so, ich weiß nicht mehr. Ja, wie gesagt, so schätze ich ihn auch nicht ein. Aber bei sowas den Anwalt einzuschalten, finde ich nicht Pussboy-mäßig, finde ich nicht wack, finde ich nicht 31er Zinker, yo. Das ist einfach der einzige richtige Schritt. Wie hieß er? Ich kann auch nicht drüber reden. Der hat mir mal so einen Anzeigenblock geschickt mit 15 oder 30, 15, 20 Punkten, womit er mich angezeigt hat. Ich bin kein Freund vom Anwalt. Hier wurden einfach Grenzen überschritten und deswegen musste auch einfach mal ein Zeichen gesetzt werden, weil ich auch einfach glaube, dass der Mensch, der das gemacht hat, so ein bisschen so einen Höhenflug bekommen hat und einfach denkt, er kann aufgrund von Geld alles machen, was er möchte. Und weil er sich auch nicht in Deutschland befindet, denkt er auch, das ist nicht möglich, er ist unauffindbar. So, das ist alles, ich will nur nicht, dass ihr denkt, dass ich so einer bin, der jede Scheiße anzeigt, das mache ich nicht. Mal, ob mich irgendwer als beleidigt oder was auch immer, sowas juckt mich doch nicht. Wie oft wurde ich als Für die Kosten, Herr Manu. Digga! Boah, krass, Alter, ja. Descarito, komm in den Chat hier, Bruder. Du bist herzlich willkommen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Descarito haut 500 Euro raus. Descarito, du bist der Beste, ja? Ich küsse dein Herz. Du musst das machen, Marvin. Hier kommt doch nur Liebesbekundgebung, also an die VIPs, Mods und an Mitglieder, aber nicht an dich. City Crow, danke für die 2 Dollar, genau deswegen. Descarito haut 500 Euro raus und hat davor auf Easy 400 Euro für 100 Subs rausgehauen. Also hat er hier innerhalb von 15 Minuten 900 Euro rausgehauen. Digga! Alter! Vielen, 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 vielen Dank, das ist... Alter, ist das geil! Das ist krank, Alter. Nee, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß, hier sind gerade viele... Ich feiere sein T-Shirt, Digga, das brauche ich. Leute, die mich normalerweise nicht verfolgen. Ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich so einer bin. Oh, irgendwer beleidigt mich. Ich mache sofort eine Anzeige und will den... Ich bin nicht so einer und das... Nein, ist er nicht, wirklich nicht. Wissen hoffentlich die Leute auch. Es geht hier einfach nur darum, dass hier eine Grenze überschritten wurde und ich will einfach... Nicht, dass diese Personen denken, dass diese Grenze einfach immer wieder überschritten wird, weil keiner irgendwas macht. So, und deswegen... Ich werde versuchen, morgen mal dieses, Skrrr, Vibes von Leon Laufwerk einzubinden. Ja, ich weiß noch nicht wo, aber mal gucken. Deswegen werde ich das Ding durchziehen. Auf jeden Fall hätte ich Bock, dass das oft kommt. War das schön nervig. Ich hab da eine gute Kanzlei an meiner Seite. Und, ja. Ich will nichts aus erster Hand erfahren. Ich will nicht mit ihm reden. Versteht ihr das nicht? Ich will nicht mit ihm reden. Das bringt doch nichts. Ich könnte mit ihm reden nach der Sache, wo er mir vorwirft, dass ich Koks ziehe. Aber er hat doch in mein Privatleben eingegriffen. Warum soll ich denn jetzt mit ihm reden? Was habe ich denn davon? Das ändert doch nichts mehr. Also erstmal, Klimakleber, Dankeschön für die 2 Euro. Wenn mir jemand was in den Chat schreibt, dann höre ich ja nicht auf jeden, der in den Chat schreibt, sondern ich vertraue auf Leute, die ich aus dem Chat kenne, wo ich weiß, die würden keine Scheiße schreiben. Und die würden mir Dinge so übermitteln, wie sie gesagt wurden. Unterschied. Natürlich übernehme ich keine Meinung von jemandem, wo da drüber steht, schreibt zum ersten Mal in den Chat. Ihr habt mich auf jeden Fall mit dem Stream nochmal bestärkt. Also das, was hier heute passiert ist, das ist crazy, Alter. Also wirklich. Das ist ganz doll krank, was ihr hier gespendet habt und was ihr hier an Subs rausgehauen habt. Wirklich, wirklich krank.
Wirklich vielen, vielen Dank. Auch wenn ich mich nicht bei jedem Einzelnen so bedanken kann, wie er es eigentlich verdient hätte. Es tut mir leid. Aber das ist wirklich crazy. Wirklich vielen, vielen... Was hat ein Tanzi so zuschauerzahlenmäßig immer so? 3K? Ungefähr, würde ich jetzt schätzen. Wird das in die Tauna als Thema eingebunden? Ich hätte safe Bock drauf, ja? Über diese ganze Casino-Thematik. Orange-Morange-Thematik. Ja. Safe. Nee, gut, nochmal hier zusammengefasst auf jeden Fall. Schöne neue Entwicklung hier auf jeden Fall. Sowohl, dass Orange Morange zumindest ein bisschen Einsicht zeigt und sich entschuldigt, egal wie das jetzt zustande gekommen ist. Und darüber hinaus freue ich mich, dass Tanzverbot hier weiterhin hart bleibt und seiner Linie treu bleibt.